großen Autoren, unserem Ehrengast Dietmar Grieser. Geboren in Hannover, er begann sein Studium der Publizistik und Sozialwissenschaft in Münster und München und lebt seit 1957 nach einem Auslandssemester in Wien, wo er auch die österreichische Staatsbürgerschaft annahm. Von 57 bis 60 war er als studentischer Redakteur für den Semesterspiegel tätig. Und seit 73 schrieb er mehrere, viele Bestseller, Longseller, die in verschiedenen Sprachen übersetzt wurden. Sein umfangreiches Werk umfasst so viele zahlreiche Sendereien im Hörfunk und Fernsehserien, wie Schauplätze in der Weltliteratur, Dichtung und Wahrheit und Köpfe. Seine Spezialgebiete sind literarische Reportagen, Dokumentationen und Feuilleton. Und natürlich ist er auch anerkanntes Mitglied des BIMFÖ. Dietmar Grieser wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, wie dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse und dem Eichendorff Literaturpreis. Und 88 wurde ihm von der Republik Österreich durch den Bundespräsidenten Kurt Waldheim der Titel Professor Honoris Causa verliehen. Im Jubiläumsjahr der Stadt Zweibrücken, 650 Jahre Zweibrücken, war Grieser dort noch Stadtschreiber. Und 2004 erhielt er den erstmals vergebenen Buchpreis der Wiener Wirtschaft. 2017 den Sudetendeutschen Kulturpreis für Literatur. Also wenn man jetzt anfängt, nach den Büchern zu suchen, die er alle geschrieben hat, dann muss ich sagen, dann sind wir um 10 Uhr Abend noch da, aber ich muss es trotzdem, ein paar Bände sind wichtig, die ich erwähnen möchte. Ob das 2009 Wiener Melange oder Die guten Geister, Verborgener Ruhm, Die böhmische Großmutter, ich hatte auch eine böhmische Urgroßmutter. Manche Leute zwei. Ja, Wege, die man nie vergisst. Es ist nie zu spät, das späte Glück, Wien, Wahlheimat der Genies und mein Lieblingsbuch, das ich noch finde, alles andere ist unter meinem Flügel versteckt, seit man mich aus der Nebenwohnung rausgeschmissen hat. Ich habe fast alle. Aber das eine ist es, das bleibt, ist die Liebe. Von Beethovens Mutter bis Kafkas Braut. Man kann nur sagen, man muss ihn lesen, aber es geht dem doch nicht jeder, der hier ist. Wenn ich das Glas hebe, dann habe ich jetzt keinen Wein ausgesucht, sondern ich wähle einfach den Luxus Champagner Dom Perignon Rosé Gold, den Champagner Kreativschaffender. Weil Grieser verdient ein Prosit auf den nicht einholbaren Einzelgänger alter und neuer Zeit. Griesers Neugier ist so ungemein stark, aber nie vergisst er in seinem Schreiben die Regeln des Taktes und Anstands und die Würde des Menschen. Für mich ist er ein Meister der stillen, aufwendigen, akribischen Recherche und ein tiefer Spurensucher, der seinen Erzählungen eine herrliche Wiener Leichtigkeit dazu schenkt. Im Jahrestag sozusagen ein Buch. Alle Bände aufzuzählen, wie gesagt, würde eine Stunde dauern. Ein Prost mit einem Glas Champagner. Und jetzt hören wir ihn lieber selbst. Danke, danke, ganz herzlichen Dank. Viel zu viel des Guten. Meine Damen und Herren, ich lese ein paar Begebenheiten, denen der Wein zumindest am Rande eine Rolle spielt, könnten Tagebucheintragungen sein. Habe sogar ein Motto gefunden, und zwar bei einem Goethe-Buch, das ich mal geschrieben habe, zu einem der großen Goethe, über 1982. Und beim Wein geht es ja eh nicht ohne ihn. Wir hatten ihn heute schon, der Karlsbad, 27. August 1818. Goethe trägt seinen Kammerdiener Karl auf, zwei Flaschen Rotwein und zwei Gläser herbeizuschaffen und in den einander gegenüberliegenden Fenstern seiner Wohnkammer aufzustellen. Nachdem dies geschehen,
beginnt er seinen Rundgang im Zimmer, wobei er immer wieder abwechselnd an beiden Fenstern innehält und ein Glas leert. Und da tritt Wilhelm Rehbein ins Zimmer, der Weimarer Hofmedikus, den der Dichter als Leibarzt nach Karlsbad mitgenommen hat. Ihr seid mir ein schöner Freund, fährt Goethe ihn an. Wisst ihr denn nicht, was für ein Tag heute ist? Der 27. August, Exzellenz, erwidert Rehbein. Unsinn, der 28. mein Geburtstag. Nie im Leben, Exzellenz, wie könnte ich den vergessen? Es ist der 27. Da klingelt Goethe seinem Diener, der gute Karl soll ihm bestätigen, dass er recht hat. Was für ein Datum haben wir heute? Karl, den 27., Exzellenz. Goethe, verwirrt, hol dich der Teufel her mit dem Kalender. Karl bringt den Kalender. Goethe, nach langer Pause, Donnerwetter. Da habe ich mich ja ganz umsonst besoffen. Zum Thema Quantum des Weins eine Kleinigkeit aus meinem Buch, das gibt es nur in Wien. Wir sind vornehm geworden, schütten nicht mehr, was man uns vorsetzt, wahllos in uns hinein, sondern stellen Ansprüche, greifen dafür auch gern ins Geldbörsel. Ich spreche vom Wein. Oder genauer vom Weintrinken in der Hauptstadt des Weinlandes Österreich. Zu der Zeit, als ich Ende der 50er Jahre nach Wien kam, war es unter Weintrinkern üblich, ihr Lieblingsgetränk Viertelliterweise zu bestellen. Ein Gast, der in seinem Stammbeißen nach einem Achterl verlangte, wurde schief angesehen und von seinen Trinkkumpanen mit Verachtung bestraft. Was ist denn das für ein Seicherl? Wer ein rechtes Mannsbild sein wollte, hatte selbstverständlich ein Viertel zu bestellen. Jedes geringere Quantum galt als unmännlich, als männenhaft. Wie anders heute? In welchem Wirtshaus sind die Weinpreise noch in Vierteln angeschrieben? Auf den Getränkekarten der besseren Lokale macht sich neuerdings sogar das ominöse Quantum 0,1 breit. Man könnte glauben, nicht in einer Weinschenke zu sein, sondern in einer Apotheke. Ich bleibe aber für meine Person dabei, bestelle unverdrossen Viertel. Kommt aber immer die Rückfrage, haben Sie gesagt ein Viertel oder ein Achter? Sie halten es nicht für möglich, dass man solche Mengen trinken will. Eine kleine Episode, eine ganz kleine auch wieder, aber vom Heurigen aus Kloster Neuburg, spät der 80er Jahre. Ich war mit einem amerikanischen Besuch unterwegs. Man wanderte von einer Buschenschank zur anderen, warf in diesen und jenen Hof einen kurzen Blick, blieb schließlich an einem Lokal hängen, aus dessen Hinterhof leiser, zweistimmiger Gesang nach außen drang. Wir gingen den Stimmen nach, doch als wir sie, es handelte sich um zwei ältere Damen, die sich in dem ansonsten menschenleeren heurigen Garten niedergelassen hatten, ausfindig gemacht hatten, verstummten sie augenblicklich und es kostete größte Mühe, sie zum Weitersingen zu überreden. Die von unserem Erscheinen eingeschüchterten Sängerinnen hatten einander, so konnte ich ihnen entlocken, das Krankenzimmer teilend während eines Spitalsaufenthalts kennengelernt und waren nun im Begriff, bei einem Glas Wein und gemeinsamen Wienerlied singen, ihre Genesung zu feiern. Vor allem ein amerikanischer Gast, der niemals in seinem Leben ein solches Idyll erlebt, niemals zwei so wunderbar harmonierende Naturstimmen gehört hatte, er war es, der auf Fortsetzung des als Privatissimum gedachten Darbietung drang. Und tatsächlich hatte er mit seinem Bitten und Betteln
Erfolg. Eine Strophe folgte auf die andere, eine Melodie auf die nächste. Es war ein Fest des Wiener Liedes und es kann gut sein, dass meine Liebe zu dieser Musikgattung auf jene Zufallsbegegnung im Hinterhof einer winzig kleinen Klosterneuburger Buschenschank zurückgeht. Dann kommt noch so eine ganz kleine, sehr persönliche Geschichte, die steht in dem Buch Landpartie und geht wie folgt. Gertrud war eine meiner engeren Freundinnen in der eleganten Villa O am Ortsrand von Bad Fischau, traf man auf interessante Menschen, tauschte sich mit ihnen über die jüngsten kulturellen Ereignisse, über neue Modetrends, über erlebnisreiche Fernreisen aus. Insbesondere die Gastgeberin kam viel in der Welt herum, brachte aus ihrem Zweitwohnsitz in den USA neuartige Produkte mit, von denen wir damals im noch verschlafenen Österreich keine Ahnung hatten. Entsprechend ausgefallen waren auch die Geschenke, mit denen sie ihre Freunde zu Weihnachten oder zum Geburtstag überraschte. Gertrud war immer ihrer Zeit voraus. Umso enttäuschter war ich, als sie mir zu einem dieser Anlässe einen Karton aushändigte, dessen Inhalt ganz und gar nicht zu Gertruds extravagantem Stil passen wollte. Er enthielt 6 Flaschen Wein. Als passionierter Weintrinker konnte ich das Geschenk zwar gut gebrauchen, nur war es absolut nicht das, was ich mir von ihr erwartet hatte. Wein, den bekam ich auch von anderer Seite. Gertrud hingegen, so fand ich, hätte sich wohl Originelleres einfallen lassen können. Meine Enttäuschung schlug augenblicks in Entzücken um, als ich eine der Flaschen zur Hand nahm und mein Blick auf das Etikett fiel. Es war nicht irgendein Allerweltstropfen, den sie da für mich ausgewählt hatte, sondern ein Wein, der meinen Namen trug. Der Grieserwein war ein Lagrein-Kretzer von dunklem Rot und samtenem Charakter und kam von einem Weingut in Südtirol. Gertrud hatte also mit ihrer Gabe 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens traf sie mit ihrer Wahl exakt meinen Geschmack und zweitens weckte sie mit der Marke Grieserwein heftige familiäre Gefühle in mir. Stammten nicht, wie ich immer wieder gehört hatte, meine väterlichen Vorfahren aus Tirol, vielleicht gar aus der berühmten Weinbaugemeinde Gries. Ich würde also nun, wenn ich für entsprechenden Nachschub sorgte, vor aller Welt mit meinem eigenen Wein prunken können. Prahlen steht da, prunken ging auch, ja. Und zum Schluss noch eine neuere Geschichte, auch wieder was Selbsterlebtes, das ist noch ungedruckt, außer in einem Magazin, hat keinen Titel und dauert nach meiner Rechnung 3 Minuten, damit Sie sich den Abend einteilen können. Wer hätte gedacht, dass ich auf meine alten Tage noch auf das Thema Immobilien angesprochen würde? Wäre wohl auch ein bisschen spät. Erst mit meinen 86 auf Wohnungssuche zu gehen. Nein, da ist seit Ewigkeiten alles gelaufen. Meine 100 Quadratmeter in einem der gediegensten Viertel Wiens, 1996 erworben und kunstvoll ausgebaut, sind mein ganzes Glück. Von tadellosem Zustand des 1905 von dem Synagogenarchitekten Jakob Gartner entworfenen Hauses, über Zuverlässigkeit und Sorgfalt der Grundstücksverwaltung bis hin zu den fleißigen Händen unserer Putzbrigade. Meine Wohnverhältnisse könnten besser nicht sein. Und nun dieser Zwischenfall. Ich habe in dem Tagebuch festgehalten, 27. August 2019, kurz nach 21 Uhr. Es ist einer jener glühenden, glühheißen Hochsommerabende, an denen es die Wiener
zum Heurigen zieht, auch Altfreundin Hertha und ich machen uns auf den Weg. Das Lokal unserer Wahl befindet sich auf der Sandleiten, dort, wo sich Otter Kring noch Reste seiner Urwüchsigkeit bewahrt hat. Hertha kennt die Wirtin von früher. Wir bekommen einen lauschigen Tisch, den man fast eine Laube nennen könnte. Auch die Bedienung ist sehr aufmerksam und der Wein so vorzüglich, dass wir beide unser altersgerechtes Quantum krass überschreiten. Ich selber noch einigermaßen gut zu Fuß, ist Hertha 92 auf ihren Rollator angewiesen. Bei den paar Randsteinen und Treppenstufen leiste ich Beistand, ebenso auf dem Rückweg. Wir sind guter Dinge, wohl auch ein bisschen beschwipst, schwelgen jedenfalls in Erinnerung. Und als sie gar zu übermächtig werden, die Erinnerungen, ereignet sich das Unsagbare. Wir zwei uralten Leutchen halten mitten auf dem schmalen Gehsteig an, sinken einander im gütigen Schatten einer alten Kastanie gerührt in die Arme, vergessen für einen Augenblick, gar nicht so viel anders als verliebte Teenager, die Welt um uns herum. Und nehmen nicht wahr, dass wir samt unseren sieben Sachen, allen voran der sperrige Rollator, ein Hindernis darstellen, den entgegenkommenden und noch mehr den nachfolgenden im Weg sind. Ganz zu schweigen von dem Anblick, den wir zwei der Welt bieten. Schmusende Youngster, einer hübscher als die andere, haben, wenn sie es nicht gar zu bunt treiben, etwas Herzerfrischendes. Aber wir zwei Oldies, tattrig, klapprig, ungelenk, darf man die einfach so gewähren lassen, sie gnädig ignorieren? Oder gilt es doch einzuschreiten, sie zur Ordnung zu rufen? Fragt sich freilich wie, genügt ein dezentes Räuspern seitens der Passanten? Oder braucht es doch ein energisches Entschuldigen? Wir befinden uns auf Vorstadtboden, da ginge wohl auch Deftigeres à la Euda-Zao. Für welche Variante wird sich das Spaziergängerpaar entscheiden, das an Hertha und mir vorbei will? Kauft euch eine Wohnung, ruft der Mann, gefolgt von einem gemütlichen Lachen seiner Begleiterin. Wir verstehen, die Leutchen sind zum Scherzen aufgelegt. Sie verübeln uns nicht, dass wir die Partie aufhalten. Auch Greise dürfen küssen. Und was lernen wir daraus? Wiener Volksmund und Wiener Schmäh, anderwärts Mutterwitz genannt, Schnauze in Berlin, sind universell taugliche Instrumente fürs menschliche Miteinander. Sie können einfach alles. Sie sind Verkehrsregler, Sittenwächter, ja sogar Immobilienmakler.